So, willkommen zum diesjährigen Weihnachtskalender, Adventskalender bei Ramses der Dicke. Das hatten wir letztes Jahr schon. Letztes Jahr gab es den Pechkeks Adventskalender. Grausame Weihnachten oder irgendwas in der Art. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall Pechkeks, habt euch auch mal sowas gegönnt, gibt es jetzt so viele Produkte davon, damals für 40 Euro den Pechkeks Adventskalender geholt im Rewe und jeden Tag ein Türchen geöffnet, Pech, Rabenschwarz, der Humor kam mir da entgegengesprungen, da gab es jedes Mal ein schwarzes Tütchen, einen bösen Spruch, einen schwarzen Glückskeks bzw. Pechkeks eben und ja, diesmal habe ich mir wieder was ganz Besonderes ausgedacht. Dieses Mal haben wir einen Bier-Adventskalender. Jeden Tag also jetzt Türchen auf, Bierchen auf, trinken, genießen, gucken, wie viel Prozent hat das, was ist das, ne, wie schmeckt das. Und damit das nicht nur um Bier geht, gibt es natürlich auch noch einen traditionellen Weihnachtskalender. Das ist nämlich dann der hier von den Simpsons. Hat mir Pupsi geschenkt übrigens. 6 Motive einzelverpackt mit 33% Kakao. Also schön ein bisschen Schokolade, weil man soll ja nicht auf nüchternen Magen trinken. Gibt es also jetzt jeden Tag etwas Schokolade von den Simpsons und ein Bier offiziell aus dem Bier-Adventskalender, den ich übrigens aus dem Kaufland habe, auch für, glaube ich, 40 Euro. Die erste Folge wird die längste, da muss ich das ja alles erklären. Sonst gibt es dann aber natürlich ganz flott jeden Tag ein Türchen, ein weiteres Bier. Und wir wollen mal kurz auch auf den Bier-Adventskalender schauen. So sieht er hier also aus. Ist so ein richtiger Karton, ein richtiger Kasten, könnte man schon sagen. Hier oben seht ihr, hinter diesem Türchen finden Sie Ihr Verkostungsglas. Ist auch dabei. Das werde ich dann also schön gemütlich mit Glas trinken. 24 Biere spezial. 24 Bierspezialitäten plus ein Verkostungsglas. Sieht also richtig genial aus schon mal. Man kann das auch mal hier rumdrehen. Da haben wir hier nochmal Bierstile und Farben, was alles dabei ist. Ist also sogar sehr lehrreich das Ganze. Hier habt ihr noch Biertasting Club Smartphone App. Biertasting App, das erwartet dich in der App. Etikett scannen, detaillierte Infos über jedes enthaltene Bier und jede Brauerei, Videos und Interviews zu jedem Bier, Bierrezession, Meinungen von anderen Biertastern. Jetzt gratis herunterladen. Mit im Kalender exklusives Verkostungsglas, gemeinsam mit Biersommelier und Experten haben wir ein exklusives Verkostungsglas entwickelt, damit Sie die Biere jetzt noch besser verkosten können. Oh mein Gott, was ist dann das besondere Verkostungsglas? Ich meine, das ist ja hier abgebildet, aber damit schmeckt das Bier also noch besser. Jetzt drehen wir das nochmal rum auf die andere Seite. Hier haben wir nämlich alle Sorten abgebildet, die da dabei sind. Und ihr seht hier schon 7,2, 4,1, 5,0, 7,5, 5,7, 4,8, 5,08,2 Schneiderweise. 4,9, 5,0, 5,3, 4,8, 4,9, 5,1, also da ist wirklich alles Mögliche dabei. 24 verschiedene Sorten, viele auch hochprozentig mit 6, 7 oder 8 Promille. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Alles 0,33er Flaschen. So, wir öffnen also jetzt erstmal das Glastürchen, sagen wir mal dazu. Denn wir brauchen ja unser Verkostungsglas zum Trinken. Okay. Ja, Bier! Rasten aus, alle! Das haben wir jetzt hier. Das geht kaum raus. So, wie sieht das aus hier? Bier Tasting Original Kalia. Ja, yeah. Was geht da? Wie viel passt da rein? Sieht aus wie eine Blumenvase auf jeden Fall. Das Heft gucken wir uns gleich nochmal an. Wir wollen auf jeden Fall jetzt erstmal das erste Türchen aufmachen, das ist nämlich gleich hier oben, hier ist die Nummer 1 beim Bier-Adventskalender. Wir drücken mal hier rein, öffnen das, ziehen das erste Bier raus und haben hier ein Perlenzauber German Pale Ale
2019 mit einer Frau drauf. Sieht auf jeden Fall interessant aus. So, das erste Bier haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal hier. Perlenzauber German Pale Ale Edition 2019. Seht ihr das? Da ist eine Frau drauf abgebildet und wie so eine Schiffsluke hier. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Obergäriges Vollbier, Pale Ale, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Alk 5,3%, Stammwürze, Plato 12,1 Grad, Bittereinheiten 31, gebraut von Kamba Bavaria GmbH in Seon. Ist natürlich auch immer Adresse alles mit drauf, Internetadressen hin und her. Also schon mal sehr interessant. Bevor wir uns jetzt aber dem Bier widmen, möchte ich euch noch kurz hier dieses Heftchen zeigen, was dabei ist. Also das ist so umfangreich alles. Ihr habt da eine App mit dabei, wo ihr verkosten könnt. Ihr habt verschiedene Sachen. Ihr habt hier ein Büchlein mit vielen Informationen. Hinten eine ganze Liste, wo ihr jedes einzelne Bier eintragen könnt. Könnt Punkte verteilen und bewerten, wie ihr das findet. Auch das Titelblatt finde ich richtig genial. Hier der Herr, der sich da so freut über seine zwei Biers. Hier, ich drehe es mal kurz um. Wir schauen mal kurz so hier rein. Da habt ihr also die große Kalea Bierverkostung. Da ist der lustige Mann. Dann klappen wir das mal auf. Hier habt ihr, das ist Kalea. Kontakt steht alles mit dabei. Wie ihr da hinkommt, ist in Österreich. Hier Deutschland die Filiale oder die Niederlassung. Hier habt ihr also die Erfinder des Bierkalenders, denke ich mal. Oder das sind einfach so Leute. Ja, das sind bestimmt die, steht da unten. Das Team von Kalea, von links nach rechts. Nadine, Sebastian und Sabine. Ein Editorial habt ihr hier. Dann habt ihr hier nochmal Bierstile und Farben. Pilz, Helles Märzen, Weizen, Keller, Zwickel, Hellerbock, India Pale Ale, Dunkel, Cotter Stout. Das geht bis 9,5 Promille. Beliebt in Irland und Großbritannien. Habt auch nochmal hier, wie die einzelnen Gläser so sind, aus was wir immer so trinken oder wie das bei den einzelnen Leuten so aussieht. Nochmal schön Informationen darüber. Also das ist alles eigentlich sehr gut gemacht. Die Freude an der Biervielfalt. Hier sind auch die einzelnen Punkte aufgelistet, nach denen ihr dann auch bewerten könnt auf der Liste hinten drauf. Das hier also die Liste hinten, da könnt ihr das alles auflisten. Habt dann hier Etikett, Farbe und Schaum, Geruch, Geschmack und insgesamt Punkte mit Rang. Vergeben könnt ihr das dann. Hier der Blick auf das Etikett, Punkt 1, Farbe und Schaum, Punkt 2, der Duft, Punkt 3, da noch eine nette Dame, Birgit Rieber, leidenschaftliche Biertrinkerin, der Geschmack natürlich, Bewertungspunkt 4, also das ist so cool gemacht, hier nochmal Werbung für die App, jetzt im neuen Design und mit neuen Funktionen, die wollen wir uns aber jetzt nicht noch runterladen, das mache ich gleich mal nebenbei. Da könnt ihr nämlich in der App auch bewerten und das Bier abscannen, das ihr gerade trinkt und könnt da sogar auch gewinnen. Hier Biere in der Biertasting-App bewerten und Verkostungspakete gewinnen. Fleißige Biertaster werden im Biertasting-Club natürlich belohnt, wenn du in einem Jahr mindestens 100 Biere mit deinem Handy bewertest, hast du ein exklusives Verkostungspaket gewonnen. 2018 haben 620 Biertaster dieses Ziel erreicht. Am 1. Januar 2020 werden alle fleißigen Taster von diesem Jahr benachrichtigt. Jetzt herunterladen auf biertasting.app. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Noch ein paar Informationen zum Hopfen. Sieht aus wie Rosenkohl. Zauberhafte Hopfenöle. Also wer sich schon immer mal damit auseinandersetzen wollte, bieriges Nomadentum. Das ist sogar, glaube ich, hier das erste Bier, was wir gerade haben. Mit der Frau drauf, genau, Perlenzauber, German Pale Ale. So, ihr seht, das Heft bietet wirklich viel. Der Bierfluencer, dieser nette Herr, ist nämlich ein Bierblogger von ProBierTV, hat auch einen YouTube-Kanal. Hier regelmäßig verkostet Martin Vogt Biere auf seinem YouTube-Konto. Das könnte ich sein, irgendwann mal in 10 Jahren, wenn ich mal erwachsen werde, wenn Bier zum Essen passt. Also da sind so viele tolle Bilder dabei, auch so viel Inhalt gegeben.
Ihr habt hier noch verschiedene andere Produkte, die Männerhandtasche, die Oktoberfest Bierbox, die Tasting Box, die Kalea Bierbox, die 12er Spezialitäten Box, 12er Kraft Bierbox. Und hier müsste dann auch der Bier-Adventskalender, der Klassiker, das ist also der, den wir haben. Dann gibt es noch den International Beer Tasting Kalender. Es gibt den Craft Beer Advent Kalender, der Spezialist. Und ihr habt auch manchmal hier die Siegerbiere der Vergangenheit in Deutschland und in, keine Ahnung, Schweden. Ich will nichts Falsches sagen. So, was steht da? Craft Advent Kalender, genau. Da sind also verschiedene aufgelistet, auch nochmal in den verschiedenen Jahren, welche Sorten da am besten abgestimmt wurden. Kennst du das schon? Das Kalea Bier-Abo. Jeden Monat 12 neue Biere verkosten. Monatlich 12 neue Bierspezialitäten kennenlernen und genießen. Keine Wiederholungen. Inklusive einer Biertasting-Verkostungsurkunde. Bequeme Lieferung nach Hause. Tolle Geschenkidee. Auch als Gruppengeschenk bestelle jetzt dein Bier-Abo unter biertasting.shop. Hier noch ein paar schöne Fotos am Ende. Ne? Instagram.com, Original Kalea. Und hier natürlich die Liste. Die möchte ich dann vielleicht auch mal ausfüllen. Wie gesagt, Etikett, Farbe und Schaum, Geruch, Geschmack. Das lege ich mir mal hier zur Seite. Hier habt ihr jetzt nochmal das Glas, womit wir das alles probieren wollen. Das Bier-Tasting-Glas und natürlich die erste Sorte Bier, die wir jetzt hier haben. Der Perlenzauber German Pale Ale. Ich habe mir die ganze Zeit auch gedacht, wie mache ich das auf? Hole ich mir extra einen Öffner, mache das in Ruhe auf oder nehme ich einfach ein Feuerzeug und lasse das fluppen extra fürs Video oder mache ich es mit den Zähnen auf wie ein richtiger Assi, aber das ist ja hier familienfreundliches Unterhaltungsentertainment irgendwas und das sollen ja die Kinder nicht nachmachen und Bier trinken, das können sie, aber macht es bitte nicht mit den Zähnen auf. Deswegen werde ich mich einfach mit diesem Feuerzeug, was ich gefunden habe, von Big, einfach jedes Mal das Fläschchen öffnen. Also angefangen mit dem Perlenzauber German Pale Ale. Wir sind gespannt. Kamba Bayern steht da auch noch drauf auf dem Deckel. Die Deckel müsste man eigentlich sammeln. Die sind ja was Besonderes, weil die sind einmalig. Das riecht richtig fruchtig irgendwie. Riecht wie so, wenn du Pfirsiche kaufst und trinkst die Flüssigkeit dann aus. Wir schenken das aber mal ein. Da stand eigentlich dabei, man soll das Glas vorher kalt mit kaltem Wasser ausspülen. Dann das Bier einschenken und so machen, dass sich eine richtig schöne Bierschaumkrone bildet. Also eine Krone hat sich auf jeden Fall gebildet, leider größer als erwartet. Jetzt in der Zeit essen wir erstmal. Ne, wir essen doch jetzt nicht die Schokolade. Das schmeckt doch dann gar nicht mehr. Seht ihr, wie das hier hoch läuft? Wie das hier so richtig. Ich glaube, ich muss die Kamera nochmal nehmen. Das mal gegen das Licht halten, dass man das sieht. Wie das hier einfach in dem Glas nach oben schwimmt alles. Seht ihr? Da die Kohlensäure, das sieht doch irgendwie richtig genial aus. Wir stellen es wieder hin. So, und gleich probieren wir das natürlich auch. Sind gespannt natürlich, wie es schmeckt. Ich müsste jetzt nach den Kategorien bewerten natürlich. Was gibt man denn fürs Etikett, ne? Also das sieht eigentlich nett aus, so ein bisschen altmodisch. Mir ist das aber alles ein bisschen zu grau und zu düster. Ist natürlich sehr detailreich, auch mit der Hand und dem Bikini, den sie anhat. Sieht aus, als würdest du gerade ertrinken und gefangen sein irgendwo in einem Schiff. Perlenzauber. Vielleicht ist das ja auch einfach eine Meerjungfrau, deswegen. Und die taucht gerade nach Perlen. Ist auf jeden Fall sehr detailliert, hier mit dem Mund dabei und dem Bildchen. Also es wurde sich da schon Mühe gegeben, aber ich brauche ja keinen Schnickschnack auf meinem Bild. Für das Etikett würde ich, glaube ich, jetzt mal, sagen wir mal 3 Punkte, 3 von 5. Farbe und Schaum, also die Farbe, das wirkt sehr hell, wenn man das hier so sieht. Leider ist das hier heller als auf dem Kamerabild. Sieht ein bisschen aus wie Fanta, Schaum.
Ja, da oben schwimmt was Schwarzes drin rum. Farbe und Schaum, was will man denn? Wenn man auf Dunkles steht, dann ist das, wenn das hell ist, natürlich dann weniger Punkte. Gehen wir da auch mal eine 3. Ich habe jetzt noch keine Vergleichsmöglichkeit, ungefähr so den Geruch. Den Geruch finde ich eigentlich gut, weil das hat, wie gesagt, so einen süßlichen Geschmack. Schmeckt, riecht so ähnlich, einfach riecht sehr fruchtig, sage ich mal. Geruch nehmen wir mal 4. Obwohl das natürlich auch aufdringlich wirken kann. Aber Geschmack geben wir trotzdem auch nur eine 3. Also es schmeckt nicht ganz so bitter. Es hat irgendwie auch so eine helle Note. So hell wie es aussieht, so hell schmeckt es auch irgendwie. Kann man trinken, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das geht noch besser. Schenk mal den Rest noch ein hier von dem Pale Ale. Von dem lustigen Sauber. So, das sieht doch gut aus, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, Prost, ne? Gönnt euch auch ein Bierchen. Heute am 1., heute ist ja sogar der 1. Advent und der 1. Dezember und das erste Bier und noch mehr Serien auf Ramses seinen Kanal. Es hört überhaupt nicht mehr auf. Gönnt euch ein Vollbad. Gönnt euch Bier. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Wir sehen uns morgen natürlich beim zweiten Bier. Und dann geht es auch richtig zur Sache. Da wird nicht so viel geredet am Anfang. Da geht es einfach nur Kalender auf, Bier raus, flop, zack, Rinnenschlund. Ne? Und wir vergleichen natürlich zu den anderen. Füllen auch mal die Liste aus und gucken dann mal, was unser persönlicher Favorit ist. Ich könnte das Ganze natürlich auch beim MC Ramses Glas trinken. Aber wenn das schon dabei ist, wollen wir das natürlich nutzen. Wenn es das in Flaschen gibt, gäbe es das sicherlich in einer grünen Flasche. Immer wenn ich Wickkühler oder Becks oder so, alles was in grünen Flaschen ist, ist das auch irgendwie so hell. Also es schmeckt so hell, es schmeckt irgendwie so leitmäßig. Deswegen ist ja hier in der braunen. Was laber ich denn, wenn es das in Flaschen gäbe? Es kam ja aus der Flasche. Schmeckt aber wie Bier aus grünen Flaschen. Irgendwie hat es so eine helle Note. Auf jeden Fall. Wenn ihr den Kalender nicht kennt, vielleicht gibt es den ja noch irgendwo oder es gibt den nächstes Jahr. Gönnt euch das trotzdem mal. Finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Aktion. Richtig schönes Heft dabei, schönes Bierglas dabei, eine App dabei, alles Mögliche dabei und jeden Tag einen anderen Geschmack. Also für Bierkenner, Biergenießer ist das auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.